shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch am Start. Und zwar vor geraumer Zeit habe ich mal so ein Motorrad-Speedtest-Video hochgeladen, weil durch die ganzen neuen Motorräder, die mit dem Bikers-DLC hinzugekommen sind, haben bestimmt die einen oder anderen so ein bisschen den Überblick verloren, welches Motorrad denn nun wirklich das schnellste ist. Ich habe da in dem Video wirklich auf Wheelie verzichtet, damit jedes Motorrad einfach gleich behandelt wird, und darüber habe ich mir wirklich extrem viel Kritik anhören müssen. Und das wollte ich mit dem Video anders machen, und zwar, ich habe mir ein 4-Kilometer-Rennen erstellt, wo einfach nur geradeaus geht, um nun jetzt das schnellste Motorrad in GTA 5 zu ermitteln. Und in diesem Video möchte ich euch jetzt einfach nur die 6 schnellsten Motorräder in ganz GTA Online vorstellen, damit es nicht zu lang geht, weil bei 43 Motorrädern würde das Video wahrscheinlich 2 Stunden gehen, deswegen habe ich mich jetzt auch einfach auf die 6 schnellsten Motorräder konzentriert. Kommen wir nun also zum Platz 6, und dort befindet sich die Dinka Vindicator. Und bei dem Motorrad kommt es dann wirklich drauf an, wie er den linken Stick hält. Also wenn er den linken Stick nach vorne hält, dann braucht die ungefähr eine Sekunde länger auf 4 Kilometer. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal die Spitzenzeit von 41,8 Sekunden genommen, indem ich einfach den linken Stick nach hinten gezogen habe. Das Motorrad kann zwar dann kein Wheelie machen, aber ist dann halt schneller, wie wenn ihr den linken Stick nach vorne zieht. Und deswegen auf jeden Fall ein verdienter Platz 6. Und auf Platz 5 haben wir die Dinka Akuma. Ich weiß, der Matte hört es nicht gerne, weil er absoluter Fan von der Dinka Akuma ist. Aber ich kann es leider nicht ändern. Bei diesem Speedtest, das 4 Kilometer lang geht, hat es die Akuma trotzdem nur auf Platz 5 geschafft. Mit einer Zeit von 40,3. Und auch bei diesem Motorrad ist es wirklich so, wenn ihr dort Wheelie zieht, hat es wirklich eine übertriebene Geschwindigkeit. Also die Beschleunigung ist extrem gut bei dem Motorrad. Und die Kurvenlage ist wirklich brutal gut. Aber darum soll es jetzt in dem Video nicht gehen, sondern es geht ja um den Speedtest, und da hat es die Akuma leider nur auf Platz 5 geschafft, obwohl ich die trotzdem jedem wirklich empfehlen könnte, die in Rennen auch zu benutzen, weil die wirklich hammergut ist, von der Beschleunigung her und von der Kurvenlage. Und auf Platz 4 haben wir das neue Motorrad, das Nagasaki Shotaro. Ich finde das Motorrad wirklich extrem geil, wie sich jetzt in irgendeinen anderen Rennen schlägt, so wo extrem viele Kurven sind oder wo es auf Beschleunigung ankommt. Habe ich jetzt leider noch nicht viel testen können, aber ich finde es trotzdem geil, und ich habe so das Gefühl, dass es gar nicht mal so schlecht ist, wie es jetzt hier in dem Speedtest vielleicht dargestellt wird, weil es vielleicht einfach an der Höchstgeschwindigkeit fehlt. Trotzdem wirklich ein extrem geiles Motorrad, und ich habe festgestellt, es spielt kaum eine Rolle, ob man den linken Stick nach vorne drückt oder den linken Stick nach hinten zieht, um einen Wheelie zu machen. Weil die Zeiten von 39,7 sind eigentlich fast identisch. Einmal 39,7 und einmal 39,8. Also es gab jetzt da wirklich keinen Unterschied, wie der linke Stick gedrückt wird. Trotzdem vom Gefühl her drücke ich die nach vorne, weil das Drone Bike einfach dafür ausgelegt ist, sich eher auf das Motorrad draufzulegen, anstatt einen Wheelie dabei zu ziehen. Auf jeden Fall verdient er Platz Nummer 4. Und auf Platz 3 befindet sich die Shizu Hakuchu Drag, worüber ich ein bisschen enttäuscht bin, weil es ist einfach eines der teuersten Motorräder, die wir im Spiel haben, und belegt jetzt nur den Platz 3. Mit dem breiten Radstand und dem ja wirklich fetten Hinterreifen hätte man wirklich denken können, dass es einfach nur aus Beschleunigung und Topspeed besteht, das Motorrad, ist aber leider nicht so. Und ja, auf 4 Kilometer hat es halt eine Zeit von 38,7 Sekunden, und die Zeit erreicht sie halt auch wirklich nur, wenn man den linken Stick nach vorne lehnt, weil Wheelie ziehen geht mit dem Motorrad überhaupt nicht, das wird sogar langsamer dadurch, und deswegen linken Stick nach vorne und ja, dann halt auch nur Platz 3. Finde ich ein bisschen enttäuschend, ich hätte mir für den Preis wirklich mehr erwartet, zumindest mal Platz 2, wenn nicht sogar Platz 1, also was Topspeed angeht, auf jeden Fall Platz 1. Und auf Platz 2 ist es meiner Meinung nach wirklich eine krasse Überraschung mit der Pegassi Batty 801. Ich hätte wirklich nicht erwartet, dass die schneller ist als die Nagasaki Shotaro oder als die Shizu Hakuchu Drag, und ist immerhin noch schneller, 2,5 Sekunden sogar schneller auf 4 Kilometer als die Dinka Akuma. Also Matze, Batty ist doch das bessere Motorrad. Okay, Kurvenlage jetzt mal abgesehen. Und das Motorrad ist wirklich so ein Monster, wenn man die Wheelies zieht, also wenn man wirklich so pumpt, also wirklich ein Wheelie zieht, absetzt und wieder ein Wheelie zieht, dann bekommt die so eine übertrieben heftige Geschwindigkeit, und mit 37,8 Sekunden auf 4 Kilometer finde ich es wirklich extrem heftig. Also die Batty ist wirklich ein extrem geiles Motorrad, wo sich auch extrem heftig fürs Rennen und auch fürs Stuntrennen, also wo man irgendwelche Parcours fahren muss oder sonst irgendwas, wirklich extrem gut geeignet. So, also meine Empfehlung geht auf jeden Fall raus, weil es einfach vom Preis-Leistungs-Verhältnis hammergeiles Motorrad ist. Ist auch mein Lieblingsmotorrad, kann ich an der Stelle auch nochmal sagen.
Und auf Platz 1 ist es die Shizu Hakuchu. Wer hätte es denn jetzt wohl anders erwartet? Weil es gab jetzt nur noch ein schnelles Motorrad, was übrig war. Und es ist einfach die Shizu Hakuchu. Es ist wirklich das schnellste Motorrad wirklich im ganzen Spiel. Weil wenn die Shizu Hakuchu ein Wheelie zieht, dann hat die wirklich in kürzester Zeit eine Topspeed drauf. Das ist wirklich übertrieben heftig. Ich habe auf dem PC das Ganze mal gemessen mit einem Speedometer. Und dort habe ich eine Spitzengeschwindigkeit von 222 km/h hinbekommen. Und es ist wirklich weit weg von allen anderen Motorrädern und deswegen absolut verdient auf Platz 1 die Hakuchu. Allerdings würde ich sie für Rennen nicht wirklich empfehlen, wenn man nicht wirklich gut damit fahren kann, weil einfach in Kurven habe ich so das Gefühl, da hängt sie einfach der Batty und der Akuma und vielleicht auch der Shotaro, das weiß ich jetzt noch nicht, wirklich hinterher. Trotzdem wirklich ein übertrieben heftiges, schnelles Motorrad. So. Das war es auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat und dass ich jetzt nicht so viel Kritik bekomme. Wenn ich trotzdem irgendwas falsch gemacht habe oder ihr andere Meinung seid, schreibt es natürlich wie immer unten in die Kommentare. Ich bin an der Stelle raus. Jungs, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Also Jungs, haut rein, macht's gut. Ciao, euer Zeddy.